Ein paar der Apparate scheinen zu fehlen. Poltergeist-Aktivität? Die Kamera hat etwas aufgenommen. Was ist das? Wie ist das hierher gekommen? Wie ist das hierher gekommen? Nanny Noah, faulenzen Sie ein wenig? Faulenzen? Ich? Ja, Sie. Was haben Sie vor? Alles wird Ihnen klar. Machen Sie vorerst weiter. Ich glaube, ich habe das Rubensmädchen unterwegs zum Küstenweg gesehen. Nein, er hat keine Ahnung. Nicht einmal über dich. Deine Tarnung ist nicht gerade überzeugend, weißt du? Das mache ich, versprochen. Aber ich weiß, dass er es nicht ist. Eigentlich waren wir den Großteil der Nacht zusammen. Ganz ruhig, wir haben nur herumgealbert.
Hör zu, er ist es nicht. Also hör auf. Wer nichts wagt. Eine rosa Blume, die ich nicht kenne. Reese, was ist los? Es ist Mr. Tibbs. Er ist fort. Entführt. Oh nein. Haben Sie eine Ahnung? Es heißt, jemand würde Sie entführen. Wer und warum? Ich weiß nicht. Ich mache mir solche Sorgen. Ich halte meine Augen offen. Versprochen. Ah, immer noch am Knipsen, wie? Das sind tolle Fotos. Gut gemacht, Junge. 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 Despite affected by style, a complete
Das sind tolle Fotos. Gut gemacht, Junge. Dieses Bild zeigt eine Stadt oder ein Dorf. Immer noch am Faulenzen, Nanny Noah? Oh, still. Ich habe nicht gefaulenzt. Was wissen Sie über die Höhlen von Sexton? Immer noch auf Geisterjagd, Nigel? Wieso sagen Sie das? Ich glaube, das wissen Sie. Ich habe Lucy beim Martello-Turm gesehen. Ah, sie hilft Ihnen zweifellos, Geister zu finden. Nicht direkt. Sie hält das alles für Unsinn. Sie wird. Sie werden Beweise brauchen. Ich arbeite daran. Dr. Black ist ein seltsamer Mensch. Er ist unser moderner Gurney, ein ziemlich guter Maler. Echt? Ich fand, seine Bilder könnten etwas Farbe und Tiefe brauchen. Jeder ist ein Kritiker, scheint es. Können Sie einen Blick hierauf werfen? Natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Können Sie das hier identifizieren? Ah, Sie wollen Informationen. Zuerst muss ich Sie um etwas bitten. Schießen Sie los. Ich habe eine Schatzsuche vorbereitet. Für das Fest zum 1. Mai. 5 Hinweise sind über die Stadt verteilt. Können Sie einen Testlauf absolvieren? Ja, das kann ich sicher. Hervorragend. Hier ist der erste Hinweis. Also, dieses Foto von Ihnen. Hübsch, eine Küchenschelle. Äußerst selten. Sie blüht nur um den 1. Mai herum. Sie haben ziemliches Talent. Ich hoffe, meine Schatzsuche macht Ihnen Spaß. Ein Hinweis zur Schatzsuche. Darf ich Sie noch etwas fragen? Ich helfe gern, wenn ich kann. Ich halte Sie von Ihren Enten ab. Arme, gefiederte Kreaturen. Was ist das? Stationsvorsteher. Mr. Danvers, meint Sexton es gut mit Ihnen?
Irgendwelche Neuigkeiten, Stationsvorsteher? Der fiese Mr. Grew. Wahnsinnig vor Wut ist er. Wirklich? Ich frage mich, warum. Jemand hat eines seiner Bücher aus dem Laden gestohlen. Ich würde seinen Tant im Leben nicht anfassen. Auf Wiedersehen, Stationsvorsteher. Wiedersehen, Mr. Danvers. Guten Tag, Mr. Oogle. Ist er das? Ist er wirklich gut, Mr. Danvers? Stimmt etwas nicht? Wir hatten einen Einbruch. Vandalen, nehme ich an. Sie sind über den Lagerraum in das Museum eingedrungen. Ja, ich habe davon gelesen. In der Sexton Times. Wer hat den Krähenbaum gemalt? Ich habe meine Theorien, aber keine Fakten. Ich glaube, es ist eine Arbeit von Nicholas Gurney, kurz vor seinem Tod. Was, wenn Gurney versucht hat, etwas in seinem Kunstwerk zu verbergen? Etwas verbergen? Zum Beispiel? Ein Hinweis zum Schatz? Vielleicht nahm er seine Geheimnisse mit ins Grab. Oh je, immer noch auf Schatzsuche, wie ich sehe. Das Skelett von Sexton ist sehr rätselhaft. Bizarr, nicht wahr? Der Täter wurde niemals geschnappt. Viele glauben, es war einer dieser schrecklichen Ager-Brüder. Wonach glauben Sie, hat das Opfer gesucht? Es wurde im Carrion-Wald gefunden, auf dem Weg nach Northfield. Vielleicht interessierte es sich für die alten Minen. Minen? In den Wäldern? Ja, der Hügel soll angeblich von ihnen durchlöchert sein. Zeit für ein paar Nachforschungen, Professor. Ein scharfer Verstand ist ein starker Verstand, Mr. Danvers. Das EMF. Es zeichnet Aktivität auf. Das ist bislang der stärkste Ausschlag. Ich muss mir dieses Fernrohr borgen. Aber was ist mit den Kameras? Die Überwachungsanlage des Museums kann mich hier nicht sehen. Suchen Sie in der Bibliothek nach Büchern über Sexton und Umgebung.
Wer nichts wagt? Das Fernrohr scheint zu klemmen. Kann ich es reparieren? Guten Tag, Bob. Für Sie, Mr. Tawny, Junge. Während der Arbeit. Oh, also... Könnten Sie sich dieses Fernrohr ansehen? Macht es Probleme? Ja, es klemmt. Ich kann es nicht scharf stellen. Ah, ich verstehe. Lassen Sie es bei mir. Ich sehe es mir heute Nachmittag an. Das Buch, das Sie mir geborgt haben, ist seltsam. Dachte mir, dass es Ihnen gefällt. Was wissen Sie über Harbor Cottage? Das Haus gehörte Molina. Waren Ausländer. Spanier. Hat es eine, wie soll ich sagen, eine üble Vergangenheit? Ja, was könnte man sagen? Molina hat sich dort umgebracht. Hat sich am Balken aufgehängt. War ein alter Schiffsbalken aus der Zeit der Armada. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Glauben Sie, er sucht das Haus heim? Heimsuchen? Meinen Sie Geister? Ja. Das Haus hat sich verändert. Nicht wiederzuerkennen. Ich glaube, das muss vorerst reichen. Was wissen Sie über den Mord in den Wäldern? Nicht viel. Der Wald ist dunkel, uralt und verbirgt seine Geheimnisse gut. Nanny Noah hat in meiner Hand gelesen. Hat das verfluchte Mädchen ihre Tricks gezeigt? Mädchen? Welches Mädchen? Rose ist ein alter Geist. Sie kennen sie als Nanny Noah. Ich lasse Sie weiterarbeiten. Möge das Glück mit Ihnen sein. Hallo.
Ich habe sie beim Martello-Turm gesehen. Vorhin. Oh, das. Das ist nicht, was Sie denken. Es geht mich ja nichts an, aber gibt es etwas, das ich wissen müsste? Nein, alles ist gut. Ich kam zum Nachdenken her und, tja, ich werde alles in Ordnung bringen. Heute Nachmittag, um genau zu sein. Kann ich helfen? Nein, da ist etwas, das ich tun muss. Aber bis dahin nehmen Sie das hier. Ein Walkie-Talkie. Woher haben Sie die? Von meinem Vater. Er benutzt sie, wenn er den Jahrmarkt aufmacht. Verstehe. Tja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Wird schon gehen. Viel Glück bei der Schatzsuche. Woher wussten Sie das? Tja, Nanny Noah hat mit ihrem neuen Helfer geprallt. Ah, verstehe. Dann beeile ich mich lieber. Ich will Sie doch nicht enttäuschen. Ich hoffe, das war nicht der letzte Hinweis. Ich hoffe, das war nicht der letzte Hinweis. Ist jemand da? Bin ich hier allein? Kannst du mich sehen? Kannst du mich hören? Zeig mir, dass du hier bist.
Bist du an diesem Ort gefangen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ein Symbol, aber ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Was ist das?